wirken ein bisschen traurig. Naja, das ist, ich hab schon einige Enttäuschungen hinter mir, ne? Was war das Problem? Das ist schwierig. Ne? Anfangen tut es einmal damit, dass ich bisexuell bin. Ne? Sie stehen also auf Männer und auf Frauen? Das wäre einfach. Ich stehe auf Fernsehsender und auf Parteien, leider. Haben Sie bereits viele Beziehungen hinter sich? Frage ist, wenn ich noch nicht gehabt habe. Ne? Angefangen habe ich schon früher, mit 15. Da war ich bei der JVB, bis ich das nicht mehr ausgegangen ist. Dann war ich mit dem älteren Herrn zusammen, der Einkaufszentrum gehabt hat. War auch schwierig. Ja. Hat der einen Spitznamen für Sie gehabt? Mausi, Spati, Ferkel? Nein, der hat mich eigentlich nicht beachtet, leider. Ja, dann bin ich zur SPÖ mit 23 und dann 2012 haben wir uns scheiden lassen. Und seitdem bin ich privat allein, parteimäßig. Was muss eine Partei haben, dass sie sie kennenlernen wollen? Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, das wär's. Und bei den Sendern, wie war's da? Ja, da habe ich angefangen, auch nie was Ernsthaftes. Ne? Mit dem Josa Bantscherl, mit dem Rudi will streiten und dann Puls 4. Da hat dann der Silberstein reingefunkt mit seinem WhatsApp und dann war er schwierig, haben wir uns scheiden lassen, aber dann haben wir uns auch wieder versöhnt. Aber naja. Klingt ja schön. Naja, dann war ich mit der Tochter von Puls 4 zusammen, mit Puls 24 und das war auch, ja, schwierig. Naja, es war, wir haben uns nichts mehr zum Sagen gehabt. Wir haben nicht mehr geredet miteinander und außerdem, wir waren in der Beziehung nie allein. Wir waren immer zu dritt. Der Sebastian war immer mit dabei. Wie war das für Sie? Schwer. Also, ich habe echt eine tiefe Krise gekriegt, aber dann habe ich mit meinem Arzt geredet und der hat mir dann eigentlich geholfen. Warum? Er hat gesagt, ich soll mehr Spaß im Leben haben und nicht alles so ernst sehen und soll meinen Beruf wechseln. Und was sollen Sie machen? Naja, er hat gesagt, ich soll nicht immer Hure sein, ich soll es einmal als Zuhörer probieren. Wie der Wolfgang Föhrner. Wenn Sie Rudi kennenlernen wollen, dann voten Sie jetzt für Bussi Fussi, damit wir den österreichischen Kabarettpreis gewinnen. Schicken Sie bis 27. Oktober wöchentlich eine SMS an die eingeblendete Nummer und befreien Sie Rudi aus seinem Single-Dasein. Vielleicht meldet sich dann ja doch jemand. Ganz ehrlich, einfach ist mit mir nicht. Aber lustig ist immer. Bussi, 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 Bussi